Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, lieber Christoph Rasche, ich glaube, ich habe den Kollegen Ellerbrock in der letzten Verkehrsausschusssitzung dreimal gleich gelobt. Das führte zu absoluter Verunsicherung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja erstmal erfreulich festzustellen, dass dieses Konzept von den beiden großen Oppositionsfraktionen mitgetragen wird. So, das war ja die Botschaft der Rede des Kollegen Fussem eben und auch von Christoph Rasche. Und was die Frage angeht, ob man das hätte alles ein bisschen schneller hinkriegen können, das mag sein. Gut Ding will Weile haben. Es gibt auch andere zentrale Rahmenpläne wie den Bundesverkehrswegeplan, der auch deutlich hinter der Zeit vorgelegt worden ist seitens der Bundesregierung und des Bundesverkehrsministers. Da haben wir auch darauf gewartet, dass es schneller geht. Die Arbeit geht ja trotzdem weiter. Es ist ja nicht so, dass in der Zwischenzeit nicht in den entsprechenden Dienststellen, in den Behörden, in den verschiedenen Beratungszentren etc. gearbeitet worden wäre. So, jetzt haben wir ein neues Rahmenkonzept. Und was erwarten Sie von einer grünen Rede? Natürlich, dass ich hier die Nachhaltigkeitsaspekte betone. Die sind eindeutig in diesem Konzept beinhaltet. Binnenschifffahrt beispielsweise ist ein absolut umweltfreundlicher Verkehrsträger, wenn man ihn beispielsweise mit der Straße vergleicht. Aber es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei der Entwicklung von Binnenschifffahrtsstandorten, bei der Entwicklung der Häfen natürlich auch Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle spielen. Und ein wichtiges Stichwort ist hier Bürgerbeteiligung, insbesondere Bürgerbeteiligung at first. Wir haben bei ganz vielen Verkehrsprojekten, Stuttgart 21 ist das sozusagen schlagendste auf Bundesebene, festgestellt, wenn man die Bürger nicht rechtzeitig in Prozesse involviert, nicht rechtzeitig informiert und nicht rechtzeitig mitnimmt, dann führt es eben zu dem, was der Minister eben angesprochen hat, dass es nämlich zu Klagewellen, zu Prozessen kommt, die Planungsprozesse unnötig aufhalten. Und daran können wir kein Interesse haben. Deswegen ist ein wichtiger Punkt, und das ist auch in dem Konzept entsprechend erwähnt, dass wir bei Ausbaumaßnahmen, bei konzeptionellen Schritten möglichst früh die Öffentlichkeit, die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, informieren und versuchen, hier auch einen möglichst weiten Konsens herzustellen. So, das haben wir in dem Konzept mit festgeschrieben. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn man Binnenschifffahrt vorantreiben will, dass man dafür sorgt, dass beispielsweise die Landstromversorgung an allen Hafenstandorten, an allen Liegenplätzen entsprechend auch eingerichtet wird. Hier ist Düsseldorf beispielsweise recht weit. In Köln muss ein Stück nachgearbeitet werden. In anderen Städten ist noch viel mehr zu tun. Ein wichtiger Punkt hier ist eben eine nachhaltige und umweltfreundliche Landstromversorgung. Ein anderer Punkt beispielsweise ist auch der Bereich, dass natürlich Binnenschiffe auch Emissionen verursachen, Feinstaub etc. Wir konnten das hier ja bis vor zwei Jahren noch quasi täglich durch die Lüftung unseres Plenarsaals erleben, wenn hier große Binnenschiffe entlangfuhren, dass hier auch der Ruß in den Plenarsaal erreichte. Also, wenn wir hier was verändern wollen, müssen wir entsprechende Kreditangebote machen. Die kleinen Partikulierer haben leider nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um schnell umzustellen, die Antriebe umzustellen. Hier gibt es auch Bemühungen seitens der EU-Kommission, dass man wegkommt vom Schweröl, von der heutigen sozusagen Diesel- und Schwerölmaschinerie bei den Binnenschiffen. Dafür braucht man vernünftige Beratungsangebote und dafür braucht man vernünftige Kredite. Auch das wollen wir mit diesem Konzept entsprechend voranbringen. Denn nur so wird die Binnenschifffahrt wirklich ein umweltfreundlicher Verkehrsträger im Vergleich zur Straße. Jetzt hat gerade der Verkehrsminister angesprochen, wir wollen Güter verlagern und auch auf die Probleme hingewiesen. Ich meine, es gehört zu einer nüchternen Bilanz schon dazu, dass man den Finger hier in die Wunde legt und auch ganz klar in Richtung Bahn sagt, es kann nicht sein, dass wichtige Umschlagterminals abgebaut werden, dass hier in diesem Bereich gekürzt wird. Hier muss es ein deutliches Signal in Richtung Deutsche Bahn geben, dass wir im Bereich Güterverkehr die Standorte, die wir heutzutage haben, nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen wollen. Und Herr Pofalla, der ja hier im Bahnvorstand sitzt und aus Nordrhein-Westfalen kommt und langjähriger CDU-Abgeordneter war, sollte hier auch mit uns dafür kämpfen, dass die entsprechenden Verladeterminals nicht nur erhalten, sondern auch ausgebaut werden, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn man die Landesregierung kritisiert für Versäumnisse, dann sollte man zu Hause seine Hausaufgaben gemacht haben. Und liebe CDU, lieber Kollege Fussem, wenn ich mir die Zahlen angucke, Kollege Ott hat es eben ein Stück angedeutet. Es ist natürlich
Schön, wenn Sie sagen, dass die Bundesregierung im Haushalt hier Gelder bereithält für Investitionen in Infrastruktur. Aber die müssen auch eingesetzt werden. Bei einer kleinen Anfrage, hier würde ich gerne zitieren, mit Erlaubnis der Präsidentin, meiner Bundestagskollegin Valerie Wilms und Matthias Gastel, zum Einsatz der Investitionen in Binnenschifffahrt. In den Jahren 2015 und 2016 kam Bemerkenswertes raus. Im Haushalt 2015 waren 997 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Umgesetzt, also real eingesetzt in Projekte, wurden 67 Millionen. Und im Haushalt 2016 sind 974 Millionen Euro eingestellt. Und im ersten Halbjahr wurden 207 Millionen Euro eingesetzt. Also nicht mal ein Viertel der Summe, die im Haushalt eingesetzt worden ist. Also wenn Sie sich hier in jeder Debatte um Verkehrsinfrastruktur hinstellen und immer noch dieses Versäumnis von 2013 betonen, wo das Land 32 Millionen Euro, die es hätte vom Bund haben können, nicht eingesetzt hat, dann gehört doch zur Wahrheit dazu, dass Sie im letzten Jahr 250 Millionen Euro, die der Bund im Haushalt eingestellt hatte für Investitionen in die Binnenschifffahrt, in Kanäle, in Schleusen etc., nicht eingesetzt haben und in diesem Jahr noch 700 Millionen Euro im Haushalt Rückhalt haben. So, das sind doch die wahren Zahlen. Also warum passiert denn hier nichts auf Bundesebene? Warum werden die Mittel, die im Haushalt sind, nicht eingesetzt? Weil die Bundesregierung hier die Strukturen entsprechend nicht eingezogen hat, weil es Probleme gibt in der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung. Und das liegt doch mindestens, lieber Christoph Rasche, genauso lange auf Halde, wie dieses Konzept auf sich möglicherweise warten lassen hat. Sehr geehrte Damen und Herren. Und zur Frage Logistik. Das ist ja so ein bisschen so ein Zauberwort, Logistik, Investitionen in Logistik. Das ist auch grundsätzlich richtig, dass es ein wichtiger Zukunftsmarkt ist. Nur relevant ist doch, dass Logistik auch Wertschöpfung auslöst. Also, wenn man sich anguckt, was an einigen Standorten passiert, da werden dann große Hallen gebaut, ja, und dann werden Güter aus Fernost, Billigwaren importiert, die dort umgelabelt werden, T-Shirts, was auch immer, mit Gabelstaplern durch die Gegend gefahren, und das ist dann die Investition in Logistik. Also ich finde es grundsätzlich richtig, in Logistik zu investieren. Das ist ein wichtiger Zukunftsmarkt. Aber wenn, dann müssen doch hier vor Ort entsprechend auch Arbeitsplätze geschaffen werden, eine Wertschöpfung stattfinden. Es lohnt doch nicht, entsprechend hier nur in große Terminals und große Hallen zu investieren, und letztlich passiert für die heimische Wirtschaft gar nichts. Und das ist hier an einigen Standorten leider auch der Fall. Und der zweite Punkt, Güterverkehr. Ja, Güterverkehr ist wichtig und Investitionen in Güterverkehr. Aber es muss doch auch die Frage gestellt werden, sind Investitionen in Güterverkehr immer nachhaltig? Also wenn man sich beispielsweise anguckt, dass viele Firmen heutzutage unsere Straßen, die Autobahnen zur Lagerhaltung benutzen und gar nicht mehr sozusagen real produziert und ausgeliefert wird, sondern die Autobahn letztlich das Lager ist und damit entsprechend auch natürlich eine Umweltbelastung entsteht etc., da muss doch die Frage gestellt werden, ist das die Art von Güterverkehr, die wir uns vorstellen? Ich meine nein, und das Konzept gibt hier auch klare Antworten, dass das eben nicht unsere Perspektive ist in Nordrhein-Westfalen, sehr geehrte Damen und Herren. So, also, wo muss nachgearbeitet werden? Das Konzept gilt es jetzt umzusetzen, keine Frage. Aber beim Bund muss nachgearbeitet werden, und da würde ich die Kollegen der CDU bitten, das auch mitzunehmen, was eine effiziente, motivierende Verwaltung im Bereich der Häfen und der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung angeht. Das muss dringend passieren, dass hier die Reformvorschläge, die es da gibt, es gibt einige gute, es gibt einige schlechte, es gibt viel Aufruhr in der Behörde, es gibt viel Unstimmigkeiten, es gibt viel Verunsicherung. Diese Reform muss dringend vorangebracht werden, denn ansonsten werden wir hier den Aufschwung und die Perspektiven, die wir uns vorstellen, leider auch nicht erleben, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich würde gerne zum Abschluss meines Beitrages, jedenfalls dieses Beitrages, aus unserem gemeinsamen Antrag zitieren. Es gab ja 2014 im Herbst einen fraktionsübergreifenden Antrag zu diesem Themenbereich. Vieles von dem ist in dem Konzept umgesetzt worden. Das ist auch löblich, deswegen wahrscheinlich auch die Zustimmung von den Oppositionsfraktionen eben in ihren Redebeiträgen. Eine Passage, wo man vielleicht denkt, aus einem grünen Parteiprogramm entsprungen, aber aus einem gemeinsamen Antrag, jetzt zitiert von CDU, FDP, SPD und Bündnis 90 Die Grünen, wo es heißt, also in unserem gemeinsamen Beschluss,
Umweltgerechte und ressourceneffiziente Transport- und Logistikprozesse erfahren in der Logistikbranche in Nordrhein-Westfalen und im Kundenkreis hier eine zunehmend große Aufmerksamkeit. Stichwort Green Logistics. In diesem Zusammenhang sind zukunftsorientierte Maßnahmen für einen effizienten, schadstoffarmen und klimaschonenden Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen und auf unseren Straßen detailliert zu prüfen. Der Erfolg kann nur durch Veränderungen erzielt werden, die den Logistik- und Binnenschifffahrtsunternehmen dauerhaft eine erfolgreiche Marktpositionierung in Nordrhein-Westfalen gegenüber anderen Verkehrsträgern ermöglichen. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist auf jeden Fall unser grünes Credo, und ich erfreue mich, dass wir das auch gemeinsam miteinander hier schon verabschiedet haben. Von daher, es steht im Konzept viel Vernünftiges. Lassen Sie uns das jetzt umsetzen. Die Debatte heute trägt dazu bei. Aber wir sollten es nicht kleinreden und jetzt sozusagen in irgendwelche Fragen, wann was veröffentlicht wurde, sondern die Frage ist, das, was hier niedergeschrieben wurde, auch in reale Politik umzusetzen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.